Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im zweiten Quarterfinal des DreamHack Invitational 2011 und haben im Game Number 1 einen unglaublich krassen Cheese von TLO gesehen auf der Karte Zeldnagel Kevins. Und zwar hat er die 7 Racks durchgezogen, sehr, sehr krass gespielt und hat damit den Sieg davongetragen. EG Idra auf jeden Fall nicht gerade sehr erfreut davon, das kann ich euch verraten. Wir aber jetzt auf der Karte Metalopolis in Game Nummer 2 und wir haben Cross-Position zwischen beiden Spielern und jetzt bin ich mal gespannt, ob wieder TLO einen Cheese auspacken wird oder ob er jetzt solide den Terran runterspielen wird, also ein TVZ in diesem Falle und lasst uns einfach mal darauf gucken. EG Idra sicherlich jetzt vorgewarnt, weiß auf jeden Fall, das ist ein Problem. Und da kommt auf jeden Fall gerade jetzt erste Supply Depot für ihn. Wir gucken mal, ob die APM-Zahlen gerade jetzt chillt. Gerade auch Idra ein bisschen, na, jetzt geht er wieder auf 180 hoch, 200, 300 gerade jetzt für TLO. Und wir sehen auch gerade jetzt das Scouting-SCV bereits auf dem Wege. Guckt erstmal, ob hier vielleicht links von ihm was ist. Und wie gesagt, wir haben Cross-Position, also beide sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und da kommt es auf jeden Fall rein. Sehr, sehr schön, beide scouten sich jetzt hier. Allerfeinste Art und wir haben, ich weiß nicht, wie es sich mit den Spawning-Positionen verhält, es sind alles irgendwie TSL-Maps und die TSL-Maps sind immer leicht abgewandelt. Ich habe es noch nicht gefunden, wo, und ich weiß noch nicht genau was. Also meistens sind einfach, werden Mineral Patches geedit oder runtergenommen, es werden Chokes verändert oder eben auch Spawning-Positionen. Und ich weiß nicht, ob das bei diesen Karten auch so vorliegt. Im Übrigen sind alle Karten von TSL oder ähnlichem und somit irgendwie editiert. Das heißt, wenn ich irgendwas hier auf der Karte spanisch vorkommen sollte, außer vielleicht die Spieler, dann kann es wie gesagt daran liegen, dass die Karten auf jeden Fall eine andere Version haben. Spawning Pool sowie Hatchery gerade jetzt für EG Idra auf dem Weg dazu. Morpht gerade das CC into OC und wir haben die erste Barracks hier fertig. Marine auch schon dabei und der erste Overlord von Idra wieder mal auf einer weiten, weiten Weltreise. Und gucken jetzt mal hier von Idra, also er hat jetzt hier oben gescoutet und vielleicht weiß er, dass man nicht gegenüber spawnen kann, aber währenddessen ist natürlich TLO dabei, erstmal seinen Bunker hier zu bauen. Sehr, sehr interessant, also er hat wieder eine super offensive Build-Order jetzt hier und da kommt sofort die Drone hier an und versucht erstmal am SCV ein bisschen zu arbeiten. Und da kommen weitere Drones und ich denke mal, der SCV hat auf jeden Fall hier gerade die besten Tage erlebt. Und da wird der Bunker jetzt hier erstmal unter Beschuss genommen. Und wie gesagt, jetzt hier erstmal, ach, da ist die Scouting-Drone auch noch am Start jetzt hier von Idra. Hatchery wird gerade dieses Augenblick für ihn fertig und er kann das mal in Ruhe jetzt hier weiterbauen. Spawning Pool ist fertig geworden und jetzt ist das Gas für ihn, also jetzt hier relativ spät ist Gas doch erst. Das heißt erstmal keine Speedlinge in der nächsten Zeit. Und wir sehen auch sofort hier, dass der TLO ihm nachzieht und auch denkt, okay, da kann ich einfach mal ganz in Ruhe, wenn er auf die Echse geht, auch erstmal meine Echse durchspielen. Er braucht jetzt nicht hier irgendwie einen Six-Pool oder ähnliches erwarten. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was beide Spieler für den Tech Tree auspacken, ob es jetzt wirklich jetzt hier darüber geht, wer jetzt hier, ob jetzt hier auf Roach gegangen wird oder ob jetzt hier unser Spieler Banelinge wieder nutzen möchte, wie im ersten Spiel, wo ihm ja fast die Hände gebunden waren. Er konnte ja wirklich eine Banelinge irgendwo bauen. Und wir sind auch gerade jetzt hier zwei weitere Barracks, aber es kann eben wie gesagt keine 7 Racks erneut für ihn werden. Einfach mal, weil er hat bereits das CC gebaut, er hat bereits ein Gas und damit ist er schon weit, weit ab von der letzten Build Order, die er, wie gesagt, im ersten Match angeschlagen hat. Solltet ihr das Match nicht gesehen haben, ich möchte jetzt keine Eigenwerbe machen, guckt es euch bitte an, mir ist auch gerne ohne Ton. Ich weiß zwar nicht, warum wir dann in diesem Match sein sollten, aber das ist ja mal egal. Metabolinschub wird gerade jetzt in den Bau geschickt für EG Idra. Wir haben jetzt hier Double Queen, das mal schön hier verteilt. Und die ersten Zerglinge bahnen sie ihren Weg über die Karte. Und wir haben jetzt auch die ersten Marines, die auf jeden Fall das Ding verteidigen können. Wir haben die beiden Barracks, die jetzt gerade fertig werden. Und wir haben jetzt hier eine weitere Barracks. Also scheinbar doch hier ein harter Biobuild für ihn. Die Marines versuchen jetzt nochmal die letzten Zerglinge hier zu vernichten, aber haben in diesem Falle keine Chance. Jetzt, wie gesagt, erstmal die ruhigere Aufbauphase des Spiels ist einfach mal, die 6-Minuten-Marke ist gerade jetzt überschritten. Jetzt beginnt langsam auch die Aggression im Spiel. Wir sehen auch gerade jetzt hier Stimpack für ihn. Der Leertech wird gerade jetzt gebaut und Idra mit einem sehr frühen Leertech kann man aber nachvollziehen. Er hat vielleicht schon mal eben gegen Protoss gespielt, den Fast-Tech wie eben Vydra im ersten Quarterfinal auf Dark Templar machen. Und er geht auf Banelinge, sehr interessant. Also er hat den Bio-Build gescoutet, denkt sich, okay, da muss ich auf jeden Fall mal gegenhalten. Und wir sind auch Income-Tap jetzt gerade. 10 Harvester mehr gerade jetzt einfach mal für den Zerg-Spieler. Aber gerade jetzt schafft es auf jeden Fall unser TLO mit dem Mule wirklich rauszuhauen.
Und da kommt die Factory etwas versteckt, aber auf jeden Fall, sie kommt. Stimpak ist bei gutem Drittel, Bane ist bei 50%, der Leertech ebenso. Und wir sehen auch gerade jetzt, wie gesagt, Army Supply, gucken wir jetzt mal, ist auf jeden Fall gerade hier auch vorne. Wie gesagt, also Edward hat nur die Surflinge, wo dieser gerade auch auf jeden Fall einen schlechten Tag erwischt hat. Der Overlord ist in guter Position. Und wir sind auch gerade langsam, bahnt sich auf jeden Fall Edward den kompletten Weg mit den Overlords über die Karte. Und ist einfach mal dabei, komplett die Karte jetzt hier in Beschlag zu nehmen. Spinecrawler jetzt gerade für ihn ganz, ganz wichtig, um die zu bauen. Er braucht sie auf jeden Fall auch als Basisverteidigung. Und hier hinten kommt gerade einfach mal ein Spire. Also er überspringt komplett Roaches und Hydras. Und sowas in der Richtung habe ich bereits erwartet. Und damit kann man auf jeden Fall auch gut gegen den Bio-Build vorgehen, wenn er genug Mutalisten rauspumpen kann. Er hat bereits 200 Gas gesammelt. Er hat ja auch keine größeren Gasabgaben mehr. Jetzt Metabolinschub ist fertig, wie gesagt. Der Leertech ist durch. Und er hat jetzt nur noch, wie gesagt, ein Spire und hat nur noch dafür Gas. Mehr braucht er einfach gerade nicht. Wir sehen es gerade jetzt hier oben mit Pure Marine gerade versucht hier das Ding irgendwie zu halten. Hat wieder eine Barrack mit einem Tekla Board dran. Und dann kommt das hier der Go. Sehr, sehr schön hier. Die beiden Factories werden auf jeden Fall erstmal nicht fertiggestellt werden. Da kann er erstmal ein bisschen warten. Diese hier hinten pusht gerade Hellions. Und wir sehen die ersten beiden Banelinge auf dem Spielfeld. Und ich bin gespannt, ob Edward hier oben weiß jetzt, also jetzt weiß er davon. Und die ersten beiden Banelinge, wie gesagt, werden gemorft. Weitere kommen dazu. Und das muss auf jeden Fall gucken, wie er mit dem Michael klarkommt. Wir haben gesehen, dass Edward, das TLO sehr, sehr gut mit dem Michael der München umgehen kann. Da kommt er sehr schön rein, macht sehr viel Schaden gerade hier in der Baneling. Oh, da hat er auf jeden Fall gerade scheinbar einen Missklick gehabt. Sehr, sehr übel hier. Und da kommt er nochmal rein, nochmal ein Banelinge von hinten und schafft das jetzt hier. Nein, keine Chance gerade. In diesem Fall hat er sehr viel gerade verloren. Wieder gerade jetzt hier, also wieder hat 50 Minerals weniger verloren, aber wie gesagt, die komplette Streitmacht gerade down. Jetzt hier Army Supply komplett ausgeglichen. Gerade jetzt steigt bei Edward gerade einfach mal die Supply-Zahlen unabänderlich an, weil er einfach mal jetzt ganz kacken dreist hier auf 7 Mutterlisten gepusht hat. Und da kommen jetzt gerade ein großer Zergling-Schwarm rein. Wir haben aber die ersten Hey jetzt einfach mal für TO bereits bereit. Und damit hat er auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen die Zerglinge hier. Und aber gegen die Mutterlisten, Junge, wird das schwierig. Edra bereits mit der zweiten Expansion hier am Start. Und wir sehen, dass TO auf Combat Shield geht und auch auf die Bodenfahrzeugwaffen Level 1. Dazu hat er auch gerade jetzt hier sein Maschinendock gebaut. Und im Maschinendock, also im Engineering Bay, baut er direkt jetzt hier die Bodenwaffen Level 1 hier aus. Und da kommen die ersten Mutterlisten an und damit hat er auf jeden Fall Probleme. Hat bisher den ersten Torenauftrag gegeben. Wie gesagt, Armory ist fertig. Wir sehen sofort hier Flugpanzerung Level 1. Sehr, sehr schönes hier. Und zwei weitere.